Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom. Ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt, was uns noch so fehlt. Also wir sind jetzt hier bei dem fliegenden Holländer. Das ist jetzt die letzte Aufgabe, die wir erfüllen müssen. Also wir müssen höchstwahrscheinlich gegen den Holländer kämpfen. Sandberg fehlt uns einer. Hier haben wir einen nicht gefunden. Hier haben wir den. Hier fehlt uns auch noch einer. Wenn wir Wanderblase beherrschen. Roboter Patrick. Da haben wir alle zu Hause. Hier auch. Hier fehlt uns einer. Hier haben wir, komischerweise in dem Level, was ich nicht leiden kann, haben wir auch alles. Also das ist das Wäldchen. Schwing das Lasso. Okay. Idiot! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Ah, okay. Bedränge weiterhin den Geist. Oh, er darf mich nicht treffen. Die Augen sind irgendwie cool. Okay, das waren jetzt schon zwei. Ich brauche mehr Abstand. So, jetzt komm. Oh, immer noch nicht. Aber jetzt. Hast du genug, dreckiger Geist? Dreckig? Ich hab die Jacke extra reinigen lassen. Zweimal. Hört alle auf zu kämpfen. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Hier bitte! Oh, das sieht aus wie mein Schiff. Sogar der ganze Dreck und die Fliegen sind dran. Wie aufmerksam! Also gut, ihr möchte gern Matrosen. Hier ist der goldene Pfannenwender. Yay! Also der Bossfight war recht leicht. Muss ich ja mal sagen. Also der war echt easy. So, hier können wir, glaube ich, wieder zurückreisen und dann können wir jetzt in das Charm Bucket. Ja. Dann geht's zurück. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob es gleich dann zum Endkampf kommt. Ach, das ärgert mich immer noch. Kann ich Ihnen helfen? 40.000. Mann, das ist doof. Ich bin rollkastisch. Du willst also, das ist hochqualitativ. Ich gebe jetzt alles aus, was ich habe. Deine Schatzkiste sieht ziemlich leicht aus. 9000. Da wird wirklich jedes Mal mehr. So, jetzt betreten wir mal. Ja, hier wird die Küche. Serviert, aber keine Liebe. Planktons Labor betreten. Jetzt bin ich mal gespannt.
Hobo SpongeBob. Seht euch den Typen an, mit dem großen, eckigen Kopf und mit dieser kurzen Hose. Etwas Grässlicheres habe ich noch nie gesehen. Moment mal, das grässliche Ding sieht ja aus wie ich. Ich wusste immer, dass SpongeBob mal tot sein würde. Grundgütige Gründe. Ein Roboter SpongeBob. Irgendetwas Komisches geht hier vor sich. Und damit meine ich nicht dich. Was anderes Komisches. Plankton, du steckst hinter all dem, oder? Don't obey, ja, obey. Ja, ich war es die ganze Zeit. Sehe, der Duplikatotron. Ich hab den Namen schützen lassen, also denk nicht mal dran, ihn zu klauen. Damit kann ich von absolut jedem eine Roboterkopie machen. Ich wollte eine ganze Armee aus loyalen Robotern aufbauen, die jeden meiner Befehle ausführt. Aber jetzt laufen sie amok. Ich hatte vergessen, den Schalter auf Plankton-Gehorchen umzulegen. Aber da Papa jetzt zu Hause ist, kann ich das beheben. Obey. Was ist Gehorchen. Denn jetzt los? Es sollte doch funktionieren. Es funktioniert bestens. Sie gehorchen mir. Ich wusste, ich hätte keine Kopie von mir anfertigen sollen, aber ich bin einfach zu süß. Das war das letzte Mal, dass du meinen Plänen in die Quere kommst. SpongeBob, darf ich vorstellen? SpongeBob. Hey, wie geht's dir? Darf ich dir meine Freunde vorstellen? Patrick, Sandy? Genug! Macht euch bereit für euren Untergang! Ist der Einzige, der redet. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Das ist das Ticket! Oh, ich kann nicht hinsehen. Okay, vielleicht ein bisschen. Sieht so aus, als hätte SpongeBob hier eine Gelegenheit. Gib's ihm, SpongeBob! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich wie eine Frühlingsbrise. Das war ein Kinderspiel. Das war ein Kinderspiel. Au, ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht gewinnen. Das war es. SpongeBob ist wieder im Kampf. Oh, die Menschlichkeit. Oder soll ich lieber Fischlichkeit sagen? Au, ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht gewinnen. Ich weiß noch nicht mal, was ich machen muss. Das war ein Kinderspiel. Oh, das tut bestimmt weh. Ich kann nicht hinsehen. Okay, vielleicht ein bisschen. Begegnungen der schmerzvollen Art. Plankton nervt. Sogar als Roboter. Wie eine Frühlingsbrise. Ich kann nicht hinsehen. Okay, vielleicht ein bisschen. Begegnungen der schmerzvollen Art. Die Menschlichkeit. Oder soll ich lieber Fischlichkeit sagen? Gib's ihm, SpongeBob! Ich kann nicht hinsehen. Okay, vielleicht ein bisschen. Der Roboter ist einfach zu groß für einen solchen direkten Angriff. So. Gucken wir mal. Ey, vorhin hat's wunderbar geklappt. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Wie eine Frühlingsbrise. Und wieder hoch.
Oh, der Handschuh fehlt nämlich auch noch. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Oh, Mist. Liegt hier noch irgendwo eine Unterwäsche? Nee, ne? Nee. Ich muss hier noch dreimal treffen. Was ist das? Nur noch zwei, die da oben sind. Ich habe noch zwei Unterhosen. So, komm. Hat geklappt. Oh Gott. Schöne Braut zerstört. Wir wollten doch nächste Woche heiraten. Sagte er heiraten? Ich repariere dich, Baby. Hehe. Oh, ich schrumpfe. Nein, Patrick. Ich glaube, der Roboter wird größer. Warum? SpongeBob, er ist in deinen Kopf geflogen. Nun, dann werde ich ihm in meinen Kopf folgen. Ich meine, in den Kopf meiner Roboterversion, der wie mein Kopf ist, nur größer und metallischer. Machst du jetzt endlich? Roboterplankton, hier komme ich. Das wird mir gerade alles so merkwürdig. Ich bin jetzt in meinem eigenen Kopf. Also im Roboterkopf. Das ist eine der Maschinen. Nimm das. Hat er mich getroffen? Oh, ich kam nicht rüber. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich gehe doch nicht über den Geruch von Salz und Morten. Es riecht nach... So. Das Ding habe ich kaputt gemacht. Ich glaube, ich muss überall diese Dinger kaputt machen. Schieß auf mich. Dann schieß ich auf dich. Kann ich das Ding von hier abschießen? Wow! SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Jaut! Out!
Das wird nichts. So. Ich brauche irgendwann mal auch Unterwäsche. Hey! Irgendwie unfair. Ja, so unfair jetzt auch nicht. Ich fange jetzt hier wieder an, das ist eigentlich fair. Hey! Dürfte ich erfahren, wo ich jetzt gelandet bin? Hier war ich doch schon. Also da runterspringen? Nein. Also muss ich da irgendwie anders rüberkommen. Dahin. Es geht doch nichts über den Geruch von Seiten. Ah, ich habe ihn erwischt. Ich hätte einfach ein bisschen länger warten müssen, glaube ich. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. So, ich... Au! Komm schon. Ach, wie großer Schwindel. Den habe ich verstanden. Autsch. So. Okay. Erwischt. Okay, das ist mal ein abwechslungsreicher Fight. Erwischt. Hier auch etwas? Ja.
hier auch. Oh, da ist aber Plankton. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Geklappt. War's das? War's das? Okay. Dramatisch. Dramatik. Dramatik. Und... Plop, plop, plop. Die Luft ist raus. SpongeBob, du hast es geschafft! Was denn? Was? Oh, tja. All meine Pläne ruiniert! Jetzt reicht's, ich werde Rechtsanwalt! Du hast mich noch nicht besiegt! Ich habe noch unzählige Roboter in ganz Bikini Bottom! Ich rufe alle herbei und dann guckst du dumm! Oh, oh! Ich vernichte dich! Du vernichtest mich! Ich vernichte dich! Ich vernichte dich doppelt so übel! Ach ja? Ich vernichte euch dreimal! Und ich vernichte euch unendlich oft! Sei still, du dummer Roboter! Wen nennst du hier dumm? Ich war auf der Volkshochschule! Du große Kaffeemühle! Ach ja? Dir zeig ich's! Tja, Plankton, ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Oh, das hab ich gewiss. Nächstes Mal mache ich das richtig. Autsch! Wir haben gewonnen. Wer hat Lust auf Eiscreme? Ich, ich. Muss ich euch alle daran erinnern, dass Bikini Bottom immer noch von Robotern verwüstet wird? Stimmt, Sandy. Ja, sie hat eine schöne Stimme. Ich werde bestraft. Ich weiß nicht wofür, aber ich werde bestraft. Es gibt da draußen immer noch viel zu tun. Mehr Jungfraumann und Blaubarschbube geben nie auf, also werde ich es auch nicht. Wir dürfen nicht ruhen, bis Bikini Bottom wieder sicher ist. Boing. Das war... SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Das ist ja cool. Hui! So hübsch. Ich halt's nicht aus. Okay, das ist irgendwie cool gerade. Also die Credits und dann das. Ich mag sowas. Also wenn ich etwas in den Credits machen kann, das ist cool. Erinnert mich irgendwie an Tony Hawk. Cooler wär's, wenn hier nur Violette wären. Das wäre mega cool. Wenn hier nur Violette Dinger wären. Dann könnte ich auch in das blöde Kino rein. Schon. Da war ich auch. Da war ich noch nicht. Wo das auch nichts Besonderes. Hier. Das ist irgendwie cool. Boing, boing. Boing, boing, boing. Uah, jetzt wird mir schlecht. Uah. Wenn er sich nicht wie so ein Panzer lenken würde. Oh, ich will da drauf. Ich will da drauf. Ich will hoch. Ich will da irgendwie hoch. Wie komme ich da hoch? Das sieht cool aus. Da will ich hin.
ist mir egal. Muss dahin. Ach, das ist nur so ein Ding. Ich dachte, das schießt mich irgendwie hoch. Also wie gesagt, das wäre viel cooler, wenn das alles violette wären. So ist das ja echt. Lohnt sich gar nicht. Ich mach das nur, weil es mir gerade ein bisschen Spaß macht. Was bringen diese Ringe? Das habe ich nur noch nicht so ganz verstanden. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben. Ich find's cool. Also ich kannte ja das Original nicht, von 2003 glaube ich. Für die PlayStation 2 war das sogar. Kannte ich nicht. Keine Ahnung. Ist irgendwie an mir vorbei. Hätte ich bestimmt gespielt, wenn es an mir nicht vorbei wäre. Und wenn ich damals eine PlayStation 2 gehabt hätte. Ich habe erst sehr spät eine PlayStation 2 gehabt. Und ja, so konnte ich es zumindest mit euch zusammen nachholen. Und dann auch noch blind. Ja, so haben wir es gemeinsam erlebt. Da oben sind noch welche. So, hier ist noch ein bisschen was. Ist aber jetzt nicht so wie bei Devil May Cry, dass wenn ich jetzt alles hier platt mache, alles mitnehme, ich auch irgendwas Besonderes bekomme. Aber bei Devil May Cry war es ja immer so, wenn man in den Credits das alles erledigt hat, dann bekam man noch irgendwas. Ui. Ui. Ne? Das Einzige, was ich noch machen könnte, ist privat halt, nicht unbedingt online, muss ja nicht sein, dass ihr da mich begleitet, dass ich alle Dinger hole. Goldenen Pfannenwender. Aber was bringt mir das? Kriege ich davon irgendwas in dem Spiel? Nö, ne? Schaltet bestimmt nichts frei. Falls es irgendwas Interessantes ist, nehme ich es eh auf. Dann teile ich das natürlich mit euch, schneide ich es irgendwie mit rein. Wenn ich es machen sollte. Meistens endet das bei mir eh mit Wollte. Nein. Ah, wenn es nicht so viele schöne Spiele gäbe, die man noch spielen muss. Vor allem, wenn mein Pile of Shame ist noch so riesengroß. Ich muss unbedingt noch so viele Spiele nachholen. Thanks for playing. You're welcome. War cool. Hat Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt kann man hier weitermachen, ne? Einen Pfannenwender sollten wir noch kriegen. Das war von ihm. Hast du meine Socken? Noch nicht. Oh, doch nicht. Ja. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht, also mir zumindest. Ich hoffe euch auch. Falls es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da, einen Kommentar, freue ich mich auch drüber. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was ich als nächstes mal probieren könnte. Also, da bin ich echt offen, wenn ihr sagt, du müsstest nochmal das und das vielleicht mal spielen, wenn du das hier schon nicht kennst. Gerne. Also, das würde ich sehr, sehr gerne machen. Und abonnieren wäre auch sehr schön. Ich habe recht wenig Abonnenten und ich freue mich über jeden Einzelnen.
Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Ich weiß noch nicht genau, was das nächste sein wird. Ich hoffe, ihr habt dann auch so viel Spaß dabei wie hier bei SpongeBob Schwammkopf. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.